Der Kilimandscharo ist ein schneebedeckter Berg, 6010 Meter hoch, und man sagt, er wäre der höchste Berg in Afrika. In der Nähe des westlichen Gipfels liegt das eingefrorene Gerippe eines Leoparden. Niemand weiß eine Erklärung dafür, was der Leopard in dieser Höhe gesucht hat. Sieh mal die Geier. Ob sie ihre Augen oder der Geruch hierher bringen. Sie kommen schon lang hierher. Das hat nichts zu bedeuten. Jetzt sind die Schmerzen weg. Das finde ich großartig. Ist das wahr? Ja. Dadurch kann ich fühlen, wenn neue kommen. Ekelhafte Vögel sind das. Aber sie kennen ihre Aufgabe. Ich habe anfangs immer nur auf ihren Flug geachtet. Für den Fall, dass ich es mal in einem Roman verwenden könnte. Das ist jetzt überflüssig. Es macht mich ganz nervös, dass ich nichts tun kann. Wir wollen es uns so leicht wie möglich machen, bis sie mit dem Flugzeug kommen. Oder aber nicht kommen. Mr. Johnson jagt seit mehr als 25 Jahren in Afrika. Er wird sich schon zu helfen wissen. Wenn kein Flugzeug zu haben ist, wird er mit einem Wagen kommen. Nun, ob so oder so, ist ziemlich unwichtig. Ich bin so hilflos, wenn ich nur irgendetwas tun könnte. Kannst mir ja das Bein abnehmen. Oder erschieß mich. Kannst gut schießen. Hast du ja auch von mir gelernt. Harry, hör bloß mit diesem dummen Gerede auf. Du wirst nicht sterben. Doch, ich sterbe jetzt. Frag die da. Die kommen zu jedem Lager. Du hast sie nur nie beachtet. Ich weiß nicht, warum das mit deinem Bein passieren musste. Was haben wir denn getan, dass uns das Schicksal derartig bestraft? Weshalb ich gestraft werde, kann ich dir sagen. Weil ich vergessen habe, den Kratzer sofort mit Jod zu reinigen. Aber wir folgten den Impalas. Hast du das vergessen? Jetzt au! Au! So habe ich es nicht gemeint.
Und die Eiterung kommt auch nicht daher. Nein. Natürlich nicht. Sondern von der Sache unten am See. So. Es war vorige Woche an einem wundervollen Tag. Die Flusspferde waren ganz friedlich und mit sich selbst beschäftigt. Wir wären ohne einen Zwischenfall an ihnen vorbeigekommen, aber nein, du musstest sie natürlich ärgern. Boava, Wender. Boava, Kunia. Das sind ganz bestimmt 100, wenn nicht noch mehr. Schau das da drüben, Harry. Daisy Sana. Harry, komm ihn nicht zu nah, hörst du? Näher, näher. Harry, pass auf! Was ist? Hast du vielleicht Angst? Nicht im Geringsten. Das wäre auch sehr töricht. Dalga Kuribu! Los, mach schnell! Mehr! Mach keinen Unsinn! Das kann gefährlich werden. Harry! Hier! Hier! Einer von unseren Leuten ist aus dem Boot gefallen. Nochmal. Harry! Und dann hast du den Mann auf dem ganzen Weg in das Lager zurück in den Armen gehalten. Und von seinem Blut und Schmutz bekamst du die Infektion. Also kommt es von deinem Standpunkt aus betrachtet durch den Kontakt mit den unteren Schichten. Aber ich als Schriftsteller sehe es lieber als eine Schicksalswende an. Der scheinbar unbedeutende Kratzer eines Dorns legt einen großen Mann auf Eis. Das ist die unerfreuliche Tatsache. Harry, bitte. Molo. Whisky, Soda. Mehr Whisky, Molo. Das ist aber schlecht für Nein, dich. Nein, es ist gut für es mich. Es ist nicht gut für dich. Dann ist es eben schlecht für mich. Es hat mal jemand einen Schlager komponiert. Es ist nicht gut für mich, dass du mich liebst. Tja, das ist Poesie. Oh, ich bin voll Poesie. Voll Fäulnis und Poesie. Verfaulte Poesie. Harry, es steht im Buch Erste Hilfe, dass jeglicher Alkoholgenuss zu vermeiden ist. Er ist nicht gut für dich. Es ist falsch, wenn man sich aufgibt. Du musst für dich tun, was du tun kannst. Ach, tu du es. Ich bin zu müde. Das nehme ich. Und wenn ich es nur trinke, damit du es nicht bekommst. Der Grundsatz ist der beste, den man haben kann. Nimm, was du kriegen kannst, und wenn es nur ist, um es jemand anderem wegzunehmen. Ich wollte, ich hätte ihn befolgt. Harry, ich bin nicht sicher, ob Molo dich nicht doch versteht. Molo. Tijuana? Geh fort oder stopf dir die Ohren zu, damit du nicht hörst, wie zivilisierte Menschen streiten. Geh weg, es ist besser. Tijuana, wie mini Topper.
Harry, wenn du meinst, sterben zu müssen, ist es dann unbedingt nötig, alles zu beseitigen, was du zurücklässt? Ach. Meinst du, dass es mir Spaß macht? Ich weiß nicht, warum ich es tue. Einer tötet den anderen, um selbst am Leben zu bleiben. Du wirst nicht sterben, ach, wenn du... Ach, es ist nicht allein das Sterben. Dass ich versagt habe, das ist für mich das Allerschlimmste. Gewogen und zu leicht befunden. Habe ich dir jemals von früher erzählt? Von meiner Jugend? Von meiner ersten Liebe? Nein, nie. Und ich weiß auch nicht, ob ich es hören möchte. Oh, ich erzähle dir es bei einem Schluck Whisky. Erzähl mir es lieber so. Kannst froh sein, dass du nicht alles gewusst hast. In meiner Geschichte gibt es alles. Drama, Tragödie, Liebe und Poesie, so wie das Leben seine Geschichten schreibt. Ach, hört auf! Nichts als große Worte! Große Worte! Ich hab satt, beschimpft zu werden wie ein Landstreicher. Lasst mich endlich zufrieden, alle beide! Conny, Onkel Bill hat's nicht so gemeint. Doch, er hat es so gemeint und du weißt das. Dieser alte Nussknacker, dieser hässliche, schmutzige, eingebildete Nussknacker. Er sagte doch nur, wir sollen noch warten. Ach, warten! Ein grässliches Wort, das stammt von dir. Ich aber wette, dass du es gesagt hast. Aber den ganzen Sommer über, wenn du mich dauernd küssen und umarmen wolltest, zudringlich, unverschämt und frech zu mir wurdest, da hast du mich niemals gebeten zu warten. Ich liebe dich. Und du weißt nicht mal, was Liebe ist. Conny! Ach, lass mich in Ruhe! Komm, Harry, sie wird schon wieder vernünftig. Conny, warte, ich stoß dich ab. Das hast du vorhin bereits besorgt. Hast du noch immer die Absicht, Schriftsteller zu werden? Ja. Die Begabung ist die Voraussetzung für den Beruf eines Schriftstellers. Wenn man die hat, ist es gut. Sonst rate ich dir was anderes. Geh von Tür zu Tür und verkauf Seife. Wäre nicht mal ein schlechter Job. Bringt viel Geld. Aber ein guter Schriftsteller zu werden, das ist nicht so einfach. Es ist eine Jagd, mein Junge. Eine Jagd, bei der ein Mensch immer seinen Verstand gegen Dummheit und Bosheit einsetzen muss. Es ist eine lebenslängliche und einsame Jagd. Seine Beute ist die Wahrheit, um sie zu lehren, und ein fester Glaube, um nach ihm zu leben. Zwei Dinge, für die man sich aufgeben muss, um sie in sich selbst finden zu können. Ich weiß nicht, ob du genug Kraft hast, um das durchzuhalten. Der Spur zu folgen, wohin immer es auch sei. Durch viel Schmerz und viel Leid. Durch Hölle und Himmel. Hast du die Kraft? Helfe dir Gott und beschütze dich. Ich wünsche dir viel Glück. Ich bitte dich aber, dich nicht selbst zu ruinieren, indem du dir unnötigen Ballast auflädst. Das ist meine Sache, nicht wahr? Ja. Allerdings. Du bist noch jung. Du musst dich in der Welt umschauen. Und noch viel lernen. Ich wollte dir helfen. Nur deswegen habe ich dir das alles gesagt. Nächste Woche ist dein Geburtstag. Hier. Von heute ab ist dieses Springfield dein Eigentum. Wollen wir morgen zusammen auf die Jagd gehen? Das Wetter wird bestimmt schön. Es war ein herrliches Leben. Und wohin hat es geführt? In ein Camp in Afrika. Mit dir.
meiner reichen, bezaubernden Frau. Wie viele waren vor dir? Und doch war ich immer allein. Immer allein. Daran bist du wohl selbst schuld, Harry. Unsere Vorräte sind fast verbraucht. Ich werde auf die Jagd gehen. Molo soll bei dir bleiben. Helen, du solltest mich wirklich nicht so ernst nehmen. Ich liebe dich, das weißt du. Ich habe noch nie jemand so geliebt wie dich. Ich will jetzt nichts mehr darüber hören. Aber ehe du gehst, komm her. Gib mir einen Kuss. Und gib mir das. Harry, warum benimmst du dich wie ein Teufel? Wenn ich so nicht glücklich sterben kann, versuche ich das Elend zu ertränken. Ich kann dir doch nur helfen, wenn du dir auch selbst hilfst. Was soll ich tun? Schlafen? Nein, danke. Ich werde es bald lang genug tun dürfen. Die Zeit, die mir noch bleibt, die brauche ich zum Nachdenken. Gut, dann überlasse ich dich deinen Gedanken. Vielleicht kommen dir zufällig mal ein paar Gescheite. Geh nur und morde. Was Besseres können wir beide doch nicht. Abdullah! Gib mir die Springfield! Gib mir die Springfield! Und die Munition! Und die Munition! De vous voir. Comment ça va? Bonsoir. Bien, vous voyez. Comment ça va? Oh bien. Was wollen Sie trinken? Das, was ich nur in Frankreich trinke. Une fin. Une fin. Euer Geschäft geht gut. Gefällt es dir? Du siehst heute wieder ganz wundervoll aus, Cynthia. Hey, komm! Harry, was macht das Buch? Wer spricht denn jetzt von Büchern? Es gibt doch Interessanteres. Kannst du denn vom Bücherschreiben leben, Harry? Du erlaubst doch wohl, dass ich jetzt... Hey, hey, was für Manieren für einen Dichter! Harry, gehen Sie schon? Ja, denn wenn ich bleib, gibt's hier bald eine gebrochene Nase. Meine oder Comptons? Wenn eine Dame ihr Lächeln ungerecht verteilt, gibt es Streit zwischen den Kavalieren. Bonsoir. Thank you.
Ich bin Cynthia, Cynthia Green. Cyn, das klingt nett. Wann sind Sie gekommen? Eben erst. Reizende Überraschung. Hier ist viel Betrieb. Ich bin Harry Street, Chicago Tribune und Schriftsteller. Ex-Chicago Tribune. Und Schriftsteller will ich erst werden. Die Leute sind anderer Meinung. Darf ich? Nun, jeder Mensch versucht mal irgendetwas. Oder bemüht sich, etwas zu versuchen. Was versuchen Sie denn? Versuchen Sie zu malen? Oh nein, ich versuche nicht zu malen. Dann versuchen Sie zu modellieren? Nein, ich versuche auch nicht zu modellieren. Dann versuchen Sie zu schreiben. Auch das nicht. Ich versuche glücklich zu sein, nichts weiter. Sehen Sie, jeder versucht irgendetwas. Ich wette, ich bin in dieser Bar der einzige Mensch, der nur glücklich sein will. Nehmen Sie mir das lieber weg, ich trinke manchmal zu viel. Eine ganz hübsche Beschäftigung, die Suche nach dem Glücklichsein. Oh, ich bin nicht nur müßig. Manchmal tue ich auch etwas. Das, was meine brüde Tante entsetzt ungehörig nennt? Manchmal. Tja, wir müssen eben alle leben, wie wir geschaffen sind. Das ist nun mal so. Jeder muss sehen, wie er mit sich selbst zurechtkommt. Was ich gehört. Sind Sie Comptons Freundin? Nein. Weder bin ich es speziell noch überhaupt, falls Sie das interessiert. Ich tue, was ich will. Vielleicht wollen Sie dann gern, dass wir beide dieses pietätvolle Lokal verlassen. Ich möchte Ihnen nicht widersprechen. Er war Soldat. Er ist im Weltkrieg gefallen, in den Argonnen. Ich kam nach dem Krieg hierher, um ihn zur letzten Ruhe in seine Heimat zu überführen. Aber ich fand, dass sich Frankreich eigentlich sehr gut zum Ausruhen eignet. Für ihn und für mich. Und so blieb ich hier. Keine Mutter mehr? Nein, seit Jahren nicht mehr. Verstehe. Nun, wo wollen wir jetzt hingehen und uns ausruhen? Vielleicht wollen Sie noch in eine andere Bar gehen. Hm? Noch was trinken? Nein, ich fürchte, es war für mich schon etwas zu viel. Hier in Paris denkt niemand daran, dass man nach Hause gehen könnte, um sich auszuruhen. Haben Sie eine Zigarette? Beide nicht gute Freunde werden. Wirst du immer gut zu mir sein? Ich habe ein wenig Angst vor dir.
Es gibt viele Dinge, über die ich nicht geschrieben habe und jetzt auch nie mehr schreiben werde. Ich habe nur über die erste Zeit in Paris geschrieben. Über das Paris, das ich so sehr liebte. Den Place Contrescarpe, wo die Blumenfrauen ihre Blumen auf der Straße färbten. Die Farbe lief purpurrot über das Pflaster und ein alter Omnibus fuhr immer dort. Die Kinder, die in der Frühlingssonne auf der Straße spielten. Und das Haus des Holz- und Kohlenhändlers. Er verkaufte auch Wein. Schlechten Wein. Den goldenen Pferdekopf über der Boucherie Schwalin, wo das Pferdefleisch goldgelb und rot im Fenster hing. Und den grün bemalten Konsumladen, wo wir unseren Wein kauften. Billigen, aber guten Wein. Unsere Wohnung hatte 1,5 Zimmer. Hier arbeitete ich. Cynthia führte den Haushalt. Und gemeinsam versuchten wir uns das Leben so schön wie möglich zu machen. Frühstück ist fertig. Gut geschlafen? Wir kannten fast alle Leute in diesem Viertel. Und alle waren wir arm. In dieser Armut und in diesem Stadtviertel beendete ich mein erstes Buch. Ein gutes Buch. Es war der Anfang von allem, was ich glaubte, tun zu müssen. Ich nannte es Die verlorene Generation. Damals wusste ich noch nicht, wie sehr es auf Cynthia passte. Harry! 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 Liebling! Oh, Harry, Liebling, es ist angenommen. Was? Dein Buch, dein erstes Buch wird veröffentlicht. Nein. Ja, und jetzt gönnen wir uns... Wie hoch ist der Vorschuss? Der Scheck. Oh. Zeig mal, wie viel? Viel ist es nicht, aber wenig ist es auch nicht. Aha, es ist wirklich nicht sehr viel, aber... Aber ich glaube, es reicht, wenn wir sparen. Harry, jetzt mieten wir uns eine hübsche Wohnung an der Seine und dann... Nein, jetzt fahren wir nach Afrika. Oh. Nie gab es eine schönere Zeit für mich, als dieser erste Aufenthalt in Afrika. Drei sind es. Ein Bulle und zwei Kühe. Gut. Voi, voilà. Missouri sana. Er sagte, sei ein Prachtbulle. Ich habe ihn verstanden. Wir sollten nur näher sein. Wir können uns im Gegenwind anpirschen. Eigentlich gehört ja mit dem Sahib der erste Schuss. Was? Oh, nein, ich will nicht. Schrecklich, wie korrekt Sie sind, Mr. Johnson. Na komm, nein, ich los. Will ihn doch wirklich nicht. Es wird Ihnen Spaß machen. Bundukina mit dem Sahib. Na komm, er gehört dir doch. Ganz ruhig sein. Du musst dir einbilden, es sei eine Blechkanne. Es ist aber keine Blechkanne, Herr. Ja, aber du musst aus dieser Entfernung ganz niedrig schießen. Vorsicht, man darf sie nicht erschrecken.
Los! Jetzt visiere ihn ganz genau an. Halt das Gewehr ganz ruhig und drück los. Ach, Harry, bitte sei doch mal still. Komm schon, drück ab! Aber mal. Verfehlt. Hab ich etwas schießen wollen? So was kann jedem mal passieren. Gib mir Wasser. Ich bin eben kein Jäger. Du bist einer. Und sie auch. Hm? Der große weiße Jäger. Schon gut, schon gut. Komm, du Meisterschütze, nimm einen Schluck Wasser. Er will sie nur ärgern. Wollen wir ihn stellen? Er ist dort im Dickicht. Was bedeutet ihn stellen? Wo wird er ausbrechen, Johnson? Ich will nicht näher und du darfst auch nicht. Ich habe Angst. Der ist bestimmt vor Schreck halb tot. Es ist vollkommen ungefährlich. Oh. Gut, wenn ihr geht, gehe ich auch mit. Nein, du gehst nicht mit, nicht wahr, Mr. Johnson? Sie ist Ihre Frau. Du wartest mit Simba hier. Ich habe nur Spaß gemacht. Harry, gib mir noch einen Abschiedskuss. Ein Abschiedskuss? Hm. Du bist aber sehr anspruchsvoll. So, und nun sei ein braves Kind. Simba, Memsai, Bla, Kana. Pifaro, Mensa. Pifaro. Harry! 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 Geh zurück! Geh zurück! Harry! Aufpassen! Aufpassen! Karl! Abada! Rudi, Mensa! Rudi! Rudi! Rudi, Mensa! Harry! Wunderbar, wenn so eine Bestie aus dem Busch auf dich zustürmt. Wenn tausend Dinge auf einmal passieren. Was macht man da? Das ist furchtbar einfach. Man rennt weg oder man schießt. Es ist gar nicht so einfach. Ich könnte viel darüber schreiben, wenn ich es ausdrücken könnte. Man empfindet es jedes Mal irgendwie anders. Heute war es wie eine Explosion. Ein Bersten vor Glück. Als ob ein Damm bricht. Warum muss jeder, der mal in Afrika war, gleich ein Buch darüber schreiben? Ein alter Bettler hat mir seins sogar gewidmet. Wenn er wiederkommt, penne ich ihm eins aufs Fell. Könnt ihr nicht mal von was anderem reden? Wir reden von deinem Rhinoceros. Es war nicht meins. Natürlich war es deins. Wir beide haben es nur für dich geschossen. Wollt ihr euch noch mal das Horn ansehen? Ist ein prachtvolles Horn. Was ist das bloß mit mir, Mr. Johnson? Nicht jedem Menschen bedeutet Afrika etwas. Ich versuche ihm etwas abzugewinnen, weil Harry es so liebt. Aber dieses ewige Jagen und Töten, das ist doch furchtbar. Sehen Sie, das, was Sie heute erlebt haben, dieser Mut, diese Freude und Erregung, so wie er fühlt, empfindet jedermann. Das ist die Natur des Mannes. Das Gefühl wächst in ihm und macht ihn zum Mann. Es ist kein besonderer Vorteil, wenn er es hat. Aber es ist ein Mangel, sofern er es nicht hat. Da haben es die Frauen leichter. Sie können ihren Mut auf eine andere Art beweisen.
Ich habe vor etwas anderem Angst, Mr. Jones. Ich bekomme ein Baby. Was? Wir kamen nach Afrika, weil Harry Großwild jagen wollte. Was soll ich jetzt tun? Das ist doch eine natürliche Sache, nicht wahr? Soll ich es ihm denn jetzt sagen? Als ich Harry zum ersten Male sah, da... Wollen Sie noch was trinken? Nein, danke. Ich muss was trinken. Ich habe mich mein Leben lang treiben lassen. Ich hatte weder Freunde noch ein Zuhause. Sie würden sagen, keine persönliche Sicherheit. Aber damals, als ich Harry kennenlernte... In Paris hätten Sie ihn sehen müssen. Waren Sie schon mal in Paris, Mr. Johnson? Nein, und merkwürdigerweise will ich auch gar nicht hin. Macht nichts. Sie wissen, wer hier ist. Damals war ich schwach und ängstlich. Und dabei eher stark und zuversichtlich. Ich wusste, bei ihm könnte ich Schutz finden. Als wir am Anfang zusammen wohnten, war ich überglücklich, weil ich bei ihm sein konnte. Und ich fühlte mich glücklich und zufrieden. Aber Harry fand nicht mal in der Arbeit Ruhe. Kaum war sein erstes Buch beendet, da wollte er schon nach Afrika. Ich wollte nicht mit, aber ich hatte das Gefühl, etwas zu verlieren, wenn ich es ihm sage. Und jetzt will er schon wieder woanders hin. Und wenn ich ihm nun von unserem Kind erzähle und von Verantwortung rede, an äußerlichen Dingen liegt mir nichts. Aber ich brauche seine Hilfe und sein Verständnis jetzt doch mehr denn je. Soll ich es ihm nun sagen und damit riskieren, ihn zu verlieren? Oder soll ich schweigen und warten, bis was passiert? Als Dank dafür, dass ich mit euch zwei Grünhörnern auf die Jagd gehe, muss ich auch noch euer Beichtvater sein. Ich hoffe, Sie sind mein Freund. Bin ich das? Bitte. Tja, sehen Sie, ich bin nur ein Jäger. Und ich kann Ihnen nur auf meine Art raten. Wer die Flucht ergreift, kommt leicht in die Gefahr zu stolpern. Es gibt sicher viel schönere und größere Hörner in den Museen, aber 33 Zoll ist immerhin beachtenswert. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nanu, was ist mit ihm los? Er geht zu Bett. Ach, so früh schon? Ach, ich fühle mich so wohl. Ob wir noch mal so eine fantastische Zeit wie jetzt erleben werden? Harry. Horch, horch nur. Schönes, seltsames Wiegenlied. Es ist von allem etwas darin enthalten. Hunger, Liebe, Hass und Angst. Ein Buch. Sowas müsste ich schreiben können. Harry. Still, Liebling. Nicht zerreden.
Also, sobald Sie in Paris sind, suchen Sie Ihren dortigen Arzt auf. Ich bin davon überzeugt, dass er Ihnen genau dasselbe sagt wie ich. Sie brauchen viel Ruhe. Möglichst wenig Bewegung und keine Aufregung. Sie müssen sich damit abfinden, die meiste Zeit im Bett zu verbringen. Verstehen Sie? Ja, natürlich. Bei manchen Frauen ist das so. Aber wenn Sie sich ein Kind wünschen, dürfte Ihnen das wohl kaum als ein Opfer erscheinen, nicht wahr? Soll ich mit Ihrem Gatten sprechen? Oh nein, ich sage es ihm. Danke, Doktor. Danke. Ich nehme es mit rein. Danke, Mem Sahib. Stellen Sie es bitte da irgendwo hin. Gut, Harry. Oh, ich dachte, es sei der Diener. Hier bitte, Sahib. Schau, was gekommen ist. Ein Brief vom Verleger mit einem Scheck. Oh. Nicht viel, aber immerhin ist es Geld. Damit wird es schon gehen, nicht wahr? Was wird gehen? Na, alles, mein Herz. Oh, du warst doch beim Arzt. Was hat er gesagt? Doch nichts Gefährliches, hm? Nein. Kein Fieber erwischt? Nein. Ich hab's ja gewusst. Du brauchst nur Luftveränderung, Liebling. Wir fahren jetzt direkt nach Madrid. Wir werden uns ein paar Stierkämpfe ansehen, die Grecos im Prado, und dann gehen wir nach Pamplona zur Zeit der Fiesta. Harry, ich... Das wird wunderbar. Harry, könnten wir nicht wieder heimfahren? Heim? Wo ist das? Oh, du meinst wohl Paris. Was soll ich dort? Nichts, nur daheim sein. Für das Geld könnten wir eine kleine Wohnung mit einem Arbeitszimmer für dich mieten. Du musst doch nicht nach Spanien, oder? Nein, ich muss weder nach Spanien noch sonst irgendwo hin. Du möchtest hin. Es klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber sieh mal... Ich will doch Schriftsteller werden. Und ein Schriftsteller muss herumreisen, muss die Welt, die Menschen und ihr Leben kennenlernen. Er darf sich nicht in einen Sessel setzen, nach einem Reisebuch greifen und von irgendjemand anderem was abschreiben. Und nach Spanien? Das weiß ich noch nicht. Ja, aber willst du niemals ein normales Dasein? Ich versuch dir ja gerade zu erklären, wie mein normales Dasein ist. Vielleicht mit Kindern. Kinder? Harry, mein einziger Wunsch ist, ein Kind zu haben. Das würde mich und mein ganzes Leben ausfüllen. Oh, ja, sicher, natürlich. Ich möchte auch Kinder. Aber jetzt noch nicht. Wir haben doch noch so viel Zeit, Liebling. Cynthia, die Welt ist ein großer Markt, auf dem du kaufen kannst, was du willst. Nicht bloß mit Geld, mit verschiedenem. Auch mit Zeit. Du gibst etwas und bekommst etwas dafür. Ich gebe etwas von meinem Leben hin und bekomme dafür, was ich für meine Arbeit brauche. Später werden wir uns eine Wohnung nehmen und du wirst Kinder haben, Cynthia. Schon recht. Willst du einen Whisky? Ja, ich finde, es ist noch zu früh dazu, nicht? Nun, für mich ist es jedenfalls nicht mehr zu früh. Oder hast du was dagegen? Nein. Hör zu, Zinn. Wenn du Sehnsucht nach Paris hast, dann kannst du ja hinfahren. Ohne dich? Ich habe nicht gesagt, dass ich das will. Ich habe nur gesagt, du kannst hinfahren. Wenn Leben und Tod davon abhängen, dann gehe ich natürlich mit dir. Ich tausche die Fahrkarten. Thank you.
Auto! Mr. Tree? Ja? Ich bin Dr. Simmons. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Tut mir leid, aber es war eine Fehlgeburt. Was? Wussten Sie nichts, Mr. Street? Was ist denn wirklich passiert? Im Hotel sagte man mir, dass sie verunglückt sei. Es war ein gefährlicher Sturz, aber sie wird nach ein paar Tagen Ruhe wieder ganz gesund sein. Haben Sie denn wirklich nicht gewusst, dass Ihre Frau ein Kind erwartet? Ihr jungen Leute, sprecht euch wohl gar nicht aus. Absichtlich getan. Es war ein Unfall. Nur weil ich jetzt noch kein Kind wollte. Es war ein Unfall, glaubt mir doch. Du hattest kein Recht, so etwas zu tun. Es war mein Kind so gut wie deins. Lass mich doch, Harry. Oh, Zinn. Mein dummer kleiner Liebling. Harry, jetzt können wir nach Madrid fahren. Por favor. Heute habe ich hier oben Plätze genommen. Recht so? Ja, natürlich, Harry. Wir können von hier aus die ganze Arena übersehen. Gracias. Ja, man kann alles sehen. Hat anscheinend Interesse an mir. So, kann schon sein. Habe ich ja auch, nicht wahr? Ja, aber seines ist neu. Und deines ist alt. Eine uralte Sache, die zu Ende geht. Was steht in dem Telegramm, Harry? Cynthia, du bist wirklich kindisch. Du weißt es doch. Sie bieten mir die Berichterstattung über die Aufstände in Damaskus an. Zwischen Syrien und Franzosen. Ja, das steht wohl drin. Da bedeutet es was anderes. Nüchtern betrachtet deine Zukunft und dein Leben ohne dich. Liebling, das ist doch Unsinn. Und weshalb fragst du mich nicht, ob ich mit dir gehe? Zyn, in Syrien bricht ein Krieg aus. Hier bricht auch ein Krieg aus. Hier, an diesem Tisch. Du kannst dich darauf verlassen, Harry. Du solltest nicht zu viel trinken. Nein, nein. Ich sollte andere Dinge nicht zu viel tun. Sollte dich weniger lieben, vielleicht wäre das besser für uns. Wir lieben uns und gleichzeitig quälen wir uns. Das redest du dir nur ein. Ich habe zu viel vom Glück gefordert. Aber ich empfand es wie ein Geschenk. Ich bin dir nur eine Last. Ich weiß es und ich hätte dir nicht überall hin folgen sollen.
Vielleicht hätte ich mir auch kein Kind wünschen sollen. Das war ein Fehler von mir. Cynthia. Cynthia. Du musst das vergessen. Du machst dich ja selbst verrückt. Ja, ich sollte es vergessen. Und nach Paris zurückfahren, allein, wie du sagst. Und ich soll mich nicht verrückt machen, während ich auf dich warte, warte und warte. Du weißt wohl nicht, dass du lügst. Liebling, ich lüge nicht. Nein. Nein, jetzt noch nicht. Aber es wird zur Lüge werden, wenn du fortgehst, nicht mehr wiederkommst, sondern weiter und weiter gehst, nur um die Welt zu sehen. Selbst wenn du sie für uns verlierst. Siehst du, der Tänzer ist sehr verliebt in mich. Na schön, dann lass ihn doch verliebt sein. Ich müsste mich darüber freuen. Aber es macht mich nur traurig. Sollen wir ihn fragen, ob er herkommen will? Ganz bestimmt vergisst er, was ich gehört. Ob ich Harrys Freundin bin, fragt er sicher nicht. Eine Frau findet immer etwas, über das sie streiten kann. Oh, Harry, ich will nicht streiten, es macht nur traurig. Du mit deinem Ehrgeiz, ich mit dem Gefühl der Schuld. Ach, es ist alles so traurig. Wozu bekommen Pferde Schutzpolster, ehe man sie in die Arena lässt? Das habe ich dir doch erklärt. Ja, du hast mir erklärt. Sie tun es nicht, um die Pferde zu schützen. Sie tun es wegen der armen Zuschauer. Damit sie die Eingeweide nicht sehen. Ja, es geschieht zum Schutz der Menschen, die dem Stierkampf zusehen. Ich wusste, dass die Pferde dir leid tun. Ja, denn ich habe Pferde schrecklich gern und ich weiß, was für Schmerzen sie haben, trotz der Polster, mit denen man die Menschen schützt. Du solltest mir Polster umbinden, um dich zu schützen, Harry. Cynthia, wirst du jetzt endlich aufhören damit. Ja. Ich sollte nicht so viel reden, das ist auch eins von den Dingen, die ich zu viel tue. Entschuldige mich bitte einen Moment. Harry! Schon gut, Liebling. Ich komme sofort wieder. Aufgeben. Sofort, Senor Street. Die Senora ist gegangen, Senor. Wo ist sie hingegangen? Ich weiß nicht. Sie ist mit dem Tänzer weggegangen. Sie was? Ich soll ihn von der Senora bestellen. Es wäre zwecklos, nach ihr zu forschen und sie würde nicht mehr zurückkommen. So. Sie will also etwas schießen. Sie schießt sehr gut. Sie hat es von mir gelernt.
Heiaho! Wenn das Fest vorbei ist, lässt man den Gastgeber allein. Mem Saba Kuja Sasa Buana. Oh ja, da kommt sie schon. Ich glaube, ich bedeute ihr nicht mehr als jeder andere. Sie ist eine prachtvolle Frau, Molo, aber wenn ich die Augen zumache, geht sie vorbei. Getroffen? Oh. Hallo. Hallo. Du wirst es nicht glauben. Durch die Schulter. Du schießt fabelhaft, Helen. Wie fühlst du dich? Besser. Das dachte ich mir beinahe. Du hast fest geschlafen, als ich wegging. Soll ich Molo ablösen? Nein, er will mich rasieren und ich mich unterhalten. Jeder Mensch braucht irgendjemand, um sich auszusprechen. Er ist ein perfekter Zuhörer. Er versteht nicht, was ich sage und deshalb gibt's keinen Streit. Harry, lass uns nicht mehr streiten. Auch nicht, wenn wir nervös sind. Du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten. Ich fürchte mich nicht vor dir. Das habe ich nie getan. Kannst mich ja rufen, wenn du mich brauchst. Tu ich. Aber du kannst ja auch kommen, so oft du willst. Molo. In Dio, Buana? Nio, Mimi. Ich glaube, ihr Afrikaner habt die richtige Methode, mit Frauen umzugehen. Ihr kauft euch eine für ein paar Kühe oder was man sonst bei euch dafür bezahlt. Und wenn sie Fehler hat, gibt man euch den Kaufpreis wieder. Wir folgen unserem Gefühl. Und wenn es schief geht, gibt uns keiner was zurück. Schon gut. Mein Bart ist ein schwieriger Fall. Viele Dinge sind schwierig. Tja, es gab mal eine Frau. Und was für eine Frau. Ich habe auch über sie ein Buch geschrieben. Eine andere Frau, ein anderes Buch. Es war kein Buch über Spanien oder Afrika oder über irgendetwas, was mir Freude macht. Aber ich habe meinen ganzen Zorn hineingelegt und Schmutz und beißenden Humor. Gerade das Richtige, um die Snobs an der Riviera zu unterhalten. Und da habe ich etwas gefunden. Ich fand den Erfolg. Hervorragend. Natürlich, wenn ich finde, dass es sich lohnt. Ich schwimm doch zu dir, Harry. Kannst du alles so gut? Ich bin rübergeschwommen. Lass das, Harry. Was ist mit dir los? Hast du wohl Angst, die Fische zu erschrecken? Ich habe Angst vor dir. Die kalte Liz. Ich wollte dir bloß sagen, dass ich deine Pläne geändert habe, Harry. Du fährst heute Abend nicht weg. Nein? Dann verrate mir, warum du glaubst, dass ich nicht fahre. Weil du von deinem in der Welt herumjagen nichts anderes hast als Unruhe. Und wenn du unbedingt schreiben musst, bitte, meine Schreibmaschine gehört dir. Es gibt noch ein paar andere Dinge, von denen ich möchte, dass sie mir gehören. Ich kann dich nicht gehen lassen, Liebling. Ich kann dich nicht fortlassen. Comtesse, keine ist wie sie. Komm, klettere ins Boot. Ich kann nicht, Harry. Ich hab fast nichts an. Komm rauf. Ich
glaube, dieses Ausweichen war die Hauptanziehungskraft an Liz. Sie wollte gejagt, gefangen und besiegt werden. Die Comtesse Elisabeth, sie war beides. Kalt wie ein Eisberg und heiß wie die Tropen. Es war eine verrückte Zeit. Es war schon mehr als verrückt. Es wäre viel höflicher, wenn Sie Ihre Meinung sagen würden. Vorerst bin ich sprachlos. Sagen Sie doch, dass es Ihnen nicht gefällt. Das wäre gelogen. Ich bin entzückt. Ich bin nur über etwas sehr verwirrt. Würden Sie mir eine Frage beantworten? Natürlich. Wie lautet die Frage? Wozu brauchen Sie sie für das? Ich gebe zu, dass es nett ist, sie um sich zu haben. Für Harry? Ja. Ich habe ihr noch gar nicht vorgestellt. Beatrice, das ist der reizende Onkel meines Verlobten, Mr. Swift. Enchanté, Monsieur. Beatrice, es liegt etwas Göttliches in diesem Namen. Dante, Sie wissen doch. Natürlich weiß ich's. Beatrice, sind Sie göttlich? Oui, Monsieur. Ah, dachte ich mir. Sagen Sie, Onkel Bill. Sie erlauben doch, dass ich Onkel Bill sage. Aber bitte. Haben Sie jetzt nach Ihrer Rückkehr von Indien einen langen Besuch bei Harry vor? Ich glaube nicht. Und Sie? Ich bin kein Besuch Harrys. Harry ist mein Besuch. Wie dem auch sei, es muss für euch beide wundervoll sein. Wir finden das auch. Durch Ihre Kunst angeregt, kommt mir eine zweite Frage. Ist sie genauso interessant wie die erste? Wenn Sie und Harry einmal heiraten, wie viele Kinder werden Sie haben? Warum fragen Sie nicht ihn? Das werde ich tun. In welchem Olymp thront der Genius im Moment? Im Studio. Ich vermute, dass er etwas Nützliches schafft. Es gefällt mir hier. Ich störe Sie doch wohl nicht. Machen Sie nur weiter. Haben Sie schon einen Namen für die Dame gefunden? Haben Sie einen Vorschlag? Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit. Sie, Madame? Oui. La vendeuse est en bas. Merci. Entschuldigen Sie mich. Versuchen Sie mal Ihre Fähigkeiten als Bildhauer. Oh, Onkel. Komm rein, ich höre schon auf. Wenn du das tust, gehe ich wieder. Oh. Ich setze mich ganz still hier in die Ecke. Oh. Hübsche Aussicht. Dafür kostet es aber auch einen Haufen Geld. Hast du Liz gesehen? Weil wir gerade von Geld sprechen? Nein, ich spreche nur von Liz. Nimm sie zur Frau, mein Junge. Das ist die sicherste Kur. Sag mal, was meinst du damit? Lieber darf ich hereinkommen. Sie sind wohl überall, teurer Onkel. Diese Eigenschaft habe ich mit Gott gemeinsam. Geliebtes, tust du gerade etwas irrsinnig Wichtiges. Im Vertrauen, gnädigste Comtesse. Es ist so unwichtig, wie es irrsinnig ist. Schön gesagt. Ich schreibe ein Buch über mich selbst. Es behandelt das Thema Erfolg. Hört, hört. Dein letztes hat schon eine Auflage von 100.000, steht hier. Erstaunlicher Erfolg. Hollywood schreibt, sie würden es gern mit der Gabo drehen. Freut dich das nicht, mein Junge? Warum halten sich alle Frauen, mit denen ich zusammenkomme, für berechtigt, meine Post aufzumachen? Weil du so bezaubernde Briefe bekommst, Liebling. Cosmopolitan will eine Serie von Kurzgeschichten und Le Magasin auch. Sie bezahlen Höchstgage. Warum sollte ein Schriftsteller ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihm jemand einen Haufen Geld für den Schweiß seiner Stirn bezahlt? Keineswegs, mein Junge. Mir hat noch nie jemand was dafür bezahlt. Außer ein paar Bibliotheken und einem Museum. Was ich dir übrigens sagen wollte, ich werde jetzt sesshaft und übernehme das Museum. Das ist ja wunderbar. Das heißt wohl, dass wir Sie oft sehen. Wenn Sie in Paris sind. Meine Gebeine finden Sie immer außer Donnerstag zwischen den übrigen Antiquitäten. In der Avenue Président Wilson.
Harry, mein Junge. Ich begleite dich raus. Ich finde die Tür allein. Ich glaube, man braucht dich jetzt da drin. Warum zum Teufel sagst du mir nicht endlich die Wahrheit? Welche Wahrheit? Dass du mein Buch unmöglich findest. Dass du das hier und mich unmöglich findest. Zu preisen kam ich Cäsar, nicht ihn zu begraben. Die meisten würden dich beneiden. Du hast ein angenehmes Leben, kennst die Welt und die meisten interessanten Menschen auf der Welt. Du hast das hier und List dazu. Du bist jung, bist gesund, siehst gut aus. Ziemlich gut. Besuch mich in Paris. Ach, Harry. Warst du in der letzten Zeit mal auf der Jagd? Nein, warum fragst du? Schade, mein Junge. Ein Mann sollte die Jagd niemals aufgeben. Ich hatte alles. Doch was hatte ich wirklich? Mein Name stand in den Zeitungen, mein Bild in den größten Magazinen. Doch wo war Cynthia? Die Menschen rissen sich um mein Autogramm. Ich war berühmt. Aber warum ist sie nicht zu mir zurückgekommen? Ich suchte und suchte nach Cynthia. Schließlich bekam ich von Emil ihre Adresse in Amerika. Cynthia, Liebste, ich konnte die Einsamkeit nie überwinden. Ich machte sie nur schlimmer. Jede Frau, mit der ich zusammen war, ließ mich dich nur noch mehr vermissen. Was du getan hast, ist gleichgültig. Ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Und eines Tages vor dem Ritz sah ich eine Frau und glaubte, du seist es. Ich lief ihr nach. Ich lief jeder Frau nach, die irgendeine Ähnlichkeit mit ihr hatte. Voll Angst, dass du es nicht bist. Und voll Angst, das Gefühl, das mich erfüllte, zu verlieren. Ja? Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich habe sie mit jemand verwechselt. Jemand, den ich kenne. Es tut mir sehr leid. Ich wusste nicht, dass... Eine Frau mit Familie sind? Es sind meine beiden Nichten. Warum sage ich Ihnen das eigentlich? Sind Sie nicht Mr. Street, der Schriftsteller? Ja. Ja, gewiss, Madame. Ich kann nur bedauern, dass ich die Falsche bin. Etwas Interessantes? Das Übliche. Ein paar Rechnungen, die zu bezahlen sind. Und der Brief, den du von mir versteckst? Hallo, Darling. Meine Liebe, ich freue mich ja so. Mackie. Engel. Ihr kommt gerade im richtigen Moment. Kennt ihr eigentlich meinen Verlobten Mr. Street schon? Prinzessin Steffen und Herzog Dupont. Guten Abend. Guten Abend. Sehr erfreut, als Mäzen. Setzt euch und lasst euch von Charles einen Drink geben. Mein zärtlich ergebener Verlobter und ich sind mitten in einer Auseinandersetzung. Wer ist das, diese Cynthia Green? Hotel Florinda, Madrid. Es muss ein Mädchen sein, wenn sie Cynthia Green heißt. Ist sie eine Verehrerin von dir? Ich habe lange nichts von ihr gehört. Aus Madrid. Mein ergebener Verlobter hat so viele Verehrerinnen. Auch ich bin eine der vielen. Ihr letztes Buch habe ich direkt verschlungen. Hoffentlich bekamen Sie keine Leibschmerzen. Verstehst du das? Nein. Ist dieser Brief sehr wichtig, Harry? Nein. Das ist er absolut nicht. Gut, dann sollst du nicht dicht werden. Entschuldigen Sie mich. Harry! Was machst du denn da? Was glaubst du wohl, was ich mache? Du darfst nicht fortgehen. Ah. Ich lasse mich von dir nicht lächerlich machen. Ah. Du sagtest, der Brief sei nicht wichtig. Die ganze Sache ist nicht mehr wichtig. Harry, hör mal zu. Liebling, lass das bitte und hör mir mal zu. Bitte, Harry, lass jetzt das packen und hör mir zu. Bitte, Harry, ich höre ja zu. Ich weiß es, ich gehe dir manchmal furchtbar auf die Nerven. Hoho. Aber du gehst mir manchmal nicht weniger auf die Nerven. Hoho. Ich weiß, dass ich manchmal...
dass ich dir manchmal nicht genüge. Ich kenne meine Fehler. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich so sehr, ich lieben kann. Und wenn dich etwas wirklich stört an mir... Ja, es stört mich etwas an dir. Dann sag es mir doch. Wie du ja wohl selbst weißt, sind Flugzeuge viel schneller als Pferde. Diese Tatsache scheint leider kein Beweis dafür zu sein, dass die Welt besser wird. Nein, ich meine über uns. Ach, was uns beide betrifft, kann mich überhaupt nichts mehr stören. Wohin gehst du? Fährst du nach Madrid? Vielleicht fahre ich nach Madrid. Ich schicke dir eine Ansichtskarte. Oh, Harry, das ist doch lächerlich. Du bist ja verrückt. Versuch doch hier nicht den Ritter zu spielen, der den Heiligen Gral sucht. Du bringst mich auf einen Gedanken. Wer weiß, vielleicht sehe ich mich mal kurz nach dem Heiligen Gral um. Geh doch schon endlich! Ich bin gerade dabei. Leben Sie wohl, Comtesse. Du bleibst hier, Harry! Leben Sie wohl, Comtesse. Ich fand Cynthia weder im Hotel Florinda noch sonst wo in Madrid. Durch den Bürgerkrieg war die ganze Stadt wie ausgestorben. Bevor ich wusste, wie mir geschah, trug ich ein Gewehr. Und das wollte ich gar nicht. Kennen Sie einen amerikanischen Fahrer namens Cynthia Green? Yo no entiendo a usted, señor. Con permiso. ¡Vamos! ¡Camaradas! ¡Vamos! ¡Nuestra hora de triunfo y de gloria se acerca! I wish I was back in Detroit. ¡Peleamos firmemente y matamos! Americana, ¿eh? Si morimos, yeah. Morimos orgullosos. Ich war beruflich in Madrid, als der Rommel hier losging. Ich bin meine Ideale los. Oder glaubst du an den Zauber? Nein. What are you doing here? Du bekommst einen Lachkrampf, wenn ich dir das sage. Maria, Mutter Gottes. Oh, bitte, lass Harry mich finden. Dein blutendes Herz. Nimm mein Gebet auf, Mutter Maria. Zyn! Oh, Harry! Oh, Harry! Du bist verletzt. Nicht schlimm.
Du bist schwer verletzt. Nicht so sehr wie die Pferde. Oh. Harry. Harry. Ich hole Hilfe. Nein, nein, mir geht es gut. Tragbaren Sanitäter! Harry, glaubst du meinem Brief? Jedes Wort. Das über das Kind auch. Das über das Kind auch. Tragbaren Sanitäter, kommt doch endlich! Oh Gott! Harry, ich habe Unrecht gehandelt. Verzeih mir. Gott hat mich dafür bestraft. Du, wenn er barmherzig ist, dann straft er mich. Sanitäter, Tragbare! Hierher! Sie kommen. Cynthia, willst du mir verzeihen? So vieles habe ich dir angetan. Oh, ich werde noch immer in deinen Armen schwindelig. Ich glaube, ich könnte im Sterben liegen, dann würde ich noch so viel. Du stirbst nicht. Beeilt euch! Sie greifen wieder an! Hierher! Vamos! Der Gegenangriff fängt an! Oh. Vamos! Priester, Priester! Vorsichtig! Ich komme mit dir. Dann bring mich nicht vor. Wir müssen uns eilen, hier wegzukommen. Wartet! Wartet! Wir können nicht machen, Mama! Wartet! Jetzt, schnell weg! Priester, nicht vor! Ich lasse dich nicht allein. Comandante, al combate con sus hermanos. Monsieur Street, voulez-vous monter? Votre oncle vous attend. Monsieur, je regrette de vous faire attendre, mais il a été tellement malade. Il y a tellement des gens qui l'ennuient. C'est par ici, monsieur, là. Onkel Bill, ich bin sofort abgereist, als ich deinen Brief bekam. Mein lieber Junge. Was ist mit dir? Un peu malade, pas important. Wir werden dir einen guten Arzt holen. Ach was, Ärzte. Ein weiser Mann hat mal gesagt, wenn man alle Arzneien ins Meer schütten würde, wäre das eine schlimme Sache für die Fische. Sprechen wir nicht über mich. Ich werde bald in guten Händen sein. Aber was ist mit dir, hm? Nicht glücklich, mein Junge? Es geht mir gut. Was hast du gemacht? Wo warst du in den vielen Jahren? Immer auf Reisen. Ja, immer meiner Nase nach, aber was dich betrifft. Wo, sag mir wo. Eben überall. Ich habe mir die sieben Weltwunder betrachtet. Und die vielen anderen Dinge, die Wunder genannt werden, sind nicht so wundervoll. Dann hast du kein wirkliches gesehen. Warst du auf Jagd? Jagd? Ja. Warum sollte ich? Die Welt ist so liebenswürdig, mir mein bequemes Leben zu bezahlen. Ich amüsiere die Menschen mit meinen kleinen Geschichten. Die schreibe ich mit der linken Hand und meine rechte behalte ich mir frei für andere Dinge. Ich habe mein Talent vergeudet, weil ich es nicht genützt habe. Ich habe mich selbst betrogen. Und das, woran ich glaubte. Durch Faulheit. Durch Trinken. Durch Hochmut und Vorurteil. Für nichts und wieder nichts. Was ist die Bilanz? Eine Liste schlechter Bücher. Harry. Ich versuchte zu jagen. In Spanien. Den Heiligen Gral.
Sie haben den Gral zerstört. Sie haben sie dort ermordet. Den Gral? Die Schuld trifft nur mich. Ich habe sie getötet. Ich verstehe nicht. Ich habe dich in deiner Abwesenheit so nah bei mir behalten, wie ich konnte. Oh, mein Letztes. Du magst es nicht. Ich habe alle deine Bücher gern. Aber du hast es nicht fertig gelesen. Zieh den Brief raus. Er ist für dich. Es ist meine Hinterlassenschaft für dich, wenn meine Gebeine hier zwischen den übrigen Reliquien liegen. Aber ich brauche doch nichts. Ist das sicher? Die Tantiemen rollen und rollen. Das ist eine gute Eigenschaft des Erfolgs. Selbst wenn er falsch ist. Sie sind wie Schneebälle. Und die Eigenschaft der Schneebälle ist die, dass sie niemals anders als bergab rollen. Das ist kein Geld, mein Junge. Es ist gar nichts Materielles. Ich suchte sehr lange nach etwas, was ich dir vererben könnte. Und fand schließlich etwas Einmaliges. Ein Rätsel. Ein Rätsel? Ich möchte nicht, dass du es jetzt schon liest. Weil du nach der Antwort fragen könntest. Und ich weiß sie nicht. Aber wenn du die Lösung findest, wird sie dir helfen. Eine wundervolle Bude, Kinder. Bonsoir, Monsieur. Das ist doch... Harry! Mein Freund! Junge, Harry! Ihr sieht wunderbar aus. Genau wie früher. Derselbe Schmutz, derselbe Geruch, dieselbe wunderbare Bude. Mama, ich werde das nicht darstellen. Lass es spielen. Warum ist da draußen alles so verändert? Wer gab dir das Recht, alles zu verändern? Weiß nicht, wir ändern nichts. Wir haben Geld verdient, aber nichts geändert. Oder hier, auch dasselbe. Ach, nur weil es in einer Flasche aufgehoben war. Tja, ich glaube, das wäre für uns beide auch ganz gut. Wenn Sie früher kamen, waren Sie nie so verbittert. Früher, Emmy. Wenn ich gekommen bin. Erinnerst du dich, da war mal eine Nacht. Da bin ich gekommen. Nein, es hat keinen Zweck hier mehr. Schau niemals hinter dich, du siehst ja doch bloß die Rückseite. Wir müssen an die Zukunft denken. Ich habe eine Erbschaft gemacht. Hier. Il a fait un héritage. Quel miracle, Henri, je t'adore. Ich bewundere dich auch, Kind. Es ist ein Rätsel. Der Kilimanjaro ist ein schneebedeckter Berg. 6.010 Meter hoch. Und man sagt, er sei der höchste Berg in Afrika. In der Nähe des westlichen Gipfels liegt das eingefrorene Gerippe eines Leoparden. Das liegt im Schnee? Ich weiß nicht. Das wird behauptet. Enfin, mais qu'est-ce qu'il dit? Weiß nicht. Eine blöde Katze hat kalte Füße bekommen. Ce type est complètement sonné. Tu n'as qu'à le regarder. Weiß nicht, aber jetzt schweigt mein Augenblick.
Jetzt kommt das Interessanteste. Niemand weiß eine Erklärung dafür, was der Leopard in dieser Höhe gesucht hat. Ist das alles? Ja. Eine unbefriedigende Geschichte. Sie endet ziemlich traurig. Aber was mag der Leopard nur auf dem Gipfel gewollt haben? Das ist das Rätsel. Wenn ich die Antwort errate, bekomme ich bestimmt einen Preis. Kommt her, jetzt drängen wir mal zusammen unseren Geist an. Vielleicht folgte er einer falschen Fährte oder einem falschen Geruch und dann ist er in der Höhe erfroren. Ja, eine beachtenswerte Lösung, Emil. Für den Leoparden. Und für mich. Bitte. Du? Darf ich? Schön. Danke. Ich glaube, wir kennen uns. Sie sind der Schriftsteller Harry Street. Wir trafen uns am Place Vendôme. Ja, ich bin Harry Street. Und ich träume und bin in Gedanken. Und du? Was? Was machst? Wie schön du bist. Nicht böse sein, meine Cynthia. Aber ich bin so müde von vielen Jahren Schmerz und Tränen. Sie brauchen Ruhe, Mr. Street. Ja, ich brauche Ruhe, Mr. Street. Auch andere Dinge brauche ich, Mr. Street. Ich. Braucht ich? Willst du was trinken? Was sagst du? Ich möchte was. Wir werden jetzt beide was trinken. Sag du es, Molo. Ich kann seine Sprache nicht. Molo, Letty Whisky Soda. Über welche hast du eben nachgedacht, Harry? Was meinst du mit über welche? Über Cynthia oder über Liz? Was weißt denn du schon davon? Vielleicht habe ich über uns beide nachgedacht, mein Kind. Nein, über uns beide bestimmt nicht. Kannst du denn niemals ehrlich sein? Wie schrecklich ungerecht du manchmal bist. Ich habe daran gedacht, wie wir uns begegneten. Auf der Brücke bei Notre Dame. Ich weiß, damals hast du mich für Cynthia gehalten. Und du wirst mir niemals vergeben, dass ich sie nicht bin. Nicht wahr? Willst du wieder davon anfangen? Was hast du sonst noch über uns beide gedacht? Dass unsere Ehe eigenartig anfing. Sehr eigenartig. Das kann man wohl sagen. Wir waren beide keine Kinder mehr, Helen. Und wir beide wussten, was wir wollten. Weshalb wolltest du plötzlich nach Afrika? Vielleicht versuchst du einmal ehrlich zu sein.
Gut. Ich werde ehrlich sein. Der Grund, warum ich hergekommen bin, ist die Pointe des ganzen blutigen Scherzes. Ich fand die Antwort auf eine Rätselfrage. Deswegen. Über einen Leoparden, der sich verirrt hatte. Und ich dachte, falls ich einer falschen Fährte gefolgt sei und umkommen sollte, dann muss ich wieder hin, wo es angefangen hat, in den Dschungel. Es war schon richtig. Ich wollte von hier aus den Fehler wieder gut machen, wollte mir das Fett von der Seele schwitzen, so wie ein Mann in die Berge steigt, um sich das Fett vom Körper herunterzuarbeiten. Möglich, dass mir es geglückt wäre. Hätte mich vor 14 Tagen dieser Dorn nicht verletzt. Dieser faule Geruch kommt doch jeden Abend her. Jeden Abend seit 2 Wochen. Wer bringt auch die da oben jede Nacht her? Mich stört es nicht mal so sehr. Weißt du, was der schlechte Atem mir eben sagte? Die Hyäne? Dass es zu spät für mich ist. Red nicht so dummes Zeug. Das ist eine ekelhafte Uhr. Du solltest dich nicht so gehen... Harry! Was ist denn? Nichts. Wie fühlst du dich? Gut. Ein bisschen schwach. Kannst du jetzt etwas essen? Nein. Eine Brühe wird dich kräftigen. Ich brauche nichts mehr, um mich zu kräftigen. Und das weißt du ganz genau. Ich hab's die ganze Zeit schon gewusst. Nur habe ich nicht gewusst, wann's eintrifft. Versuch es, Harry. Helen. Ja? Ich möchte schreiben. Weiß ich. So, wirklich? Liebling, ich weiß jetzt fast alles. Außer etwas sehr Wichtigem, was du mir erklären musst. Sag mir, war es hier so schön für dich, weil sie damals bei dir war? Wer? Cynthia, mit der du mich 2-mal verwechselt hast. War es nur, weil du hier mit ihr am glücklichsten warst? Warum gingst du mit, wenn du das meinst? Warum wohl, Harry? Du warst immer eine eigentümliche Frau. Hättest damals alles getan. Vielleicht lockte dich das Neue. Ich weiß nicht. Ich habe mehr getan, als mitzukommen, wie du weißt. Ich verhandelte mit dem Verleger wegen des Vorschusses. Ich arrangierte diese Reise für dich. Und wozu? Weil ich glaubte, es sei eine Chance für dich. Und weil ich hoffte, es würde eine für mich. Ich dachte, wenn ich mit dir herkomme, könntest du wieder arbeiten und wärst wieder glücklich. Mit mir. Zerbrich meinen Stolz nicht vollkommen, Harry. Seh dich zum ersten Mal, wie du wirklich bist. Du hast nicht versagt, Harry. Du bist von einem Teil deiner Arbeiten selbst enttäuscht, aber du hast deswegen doch nicht versagt. Du hast vielen Menschen etwas gegeben, auch mir, Liebling. Du bist eine prachtvolle Frau.
Tut mir leid, dass mir das jetzt erst klar wird. Ich hab dich lieb, Harry. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Wir haben viel Zeit, wir haben das Leben noch vor uns. Wenn nun aber das Schicksal gegen dich ist. Ja, wenn uns noch Zeit bliebe. Wir werden viel Zeit haben. Und du wirst leben. Du musst leben. Wir werden viel Zeit haben. Das meinst du. Und das glauben die Aasgeier auch. Deswegen sitzen sie da und warten. Es hat keinen Sinn, sich zu täuschen. Die Tür zum Nichts kann sich stündlich öffnen. Der Tod wartet schon lange davor. Und wenn ein Mann nicht getan hat, was er sich zu tun... Jumbo. Jumbo mit Javi. Wer ist das? Muss einer von der Eingeborenenklinik sein, vermutlich der Medizinmann der Mayos. Ein Zauberdoktor? Sowas ähnliches. Er ist der Onkel von dem Burschen, den ich vor dem Nilpferd gerettet habe. Schick ihn fort, wir brauchen ihn nicht. Chawi, Alice Kia, Bwana Majangwa Sana. Huyu Atafania Dawake Bwana Kalisana. Uganjwa Kishi Kabisa. Er sagt, die bösen Geister hätten mich krank gemacht. Er will sie verscheuchen. Sag ihm, er soll fortgehen. Ich habe Angst vor ihm. Nein, der Wunderdoktor soll sich setzen. Ketjin, Ketjin. Bitte schick ihn fort. Bwana Mokwambo. Jambo Mutschai. Er ist zuerst eine besondere Wurzelart, das schärft seinen Verstand. Jetzt schüttelt er die Knochen in seinem Sack. In diesem dreckigen, stinkenden Katzenfellsack hat er ein paar Kilo abgefressene Knochen von Schildkröten, Füchsen, Hyänen, Eulen und was nicht sonst noch alles. Und aus dem Muster, das entsteht, wenn er sie auf den Boden schüttet, wird er die Diagnose stellen und sagen, was mir fehlt. Na los, wirf sie schon hin, Doktor. Ein Leichenwagen. Jetzt bin ich müd geworden. Molo, Kongoni. In das Zelt. Oh, was macht ihr denn? In das Zelt, Kongoni. Ich will aber nicht in das Zelt. Los, in das Zelt. Nein, es ist eine klare Nacht. Es gibt keinen Regen. Du tust jetzt das, was ich sage. Was für ein Leben. Man darf nicht leben, wie man möchte. Man darf nicht sterben, wie man möchte. Das Feld, der Mond, wie Opium. Opium gibt ein komisches Gefühl. Gehen wir fort. Komm fort aus dem Krieg. Komm fort. Wo warst du? Lass uns fortgehen. Ich könnte ein Buch schreiben. Molo! Mimi Nakuja Memsa. Tote Soldaten und Balletröckchen. Dawa Teari Memsa. Afuta Kiboko Mafuta Bongo. Es ist sie, Kalisana. Tut mir leid, ich verstehe sie nicht. Ich will...
darüber schreiben, ja. Für mich hat Dauer. Charlie, was immer könnt ihr mir Dauer mit sagen? Abgesehen, dass die Welt sich ändert. Nicht nur vorübergehend, aber die Menschen ändert sich. Ich muss das schreiben. Ich habe es gesehen. Ich war dabei. Ich hab's gesehen. Ich hab's beobachtet. Harry, hab ich dir wehgetan? Das wollte ich nicht, Harry. Helen, ich schreibe ein Buch. Ja, ich weiß es. Für eine Million Jahre. Liebling, kannst du stenografieren? Nein, ich hab's nie gelernt. Es schadet nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich könnte alles mit ein paar Sätzen festlegen, Liebling, wenn ich nur schreiben könnte. Was ist? Oh, Molo, des weißen Mannes Bürde. Endio. Harry, ich habe nur erste Was Hilfe gelernt. Was will er jetzt tun? Mich mit Affenstaub bestreuen oder... Liebling. Oder mit Schwanzhaaren von einem Leoparden? Harry, bitte hör mir zu. Du sagtest mir, dein Bein sei fast völlig gefühllos. Wie Holz, ich fühle gar nichts. Es heißt in dem Buch, das sei eine Art Paralyse der Blutgefäße. Man soll durch heiße Kompressen die Blutzirkulation anregen. Der gute Doktor soll mir die Löwenmedizin geben. Sie wirkt Liebling, wunder. Mach doch jetzt keine Witze, auch nicht mit ihm. Er will doch nur sein Bestes tun. Und ich will doch auch mein Bestes tun. Und ich versuche, mein Bestes zu tun. Wenn du es nur versuchen wolltest, Harry. Hi-ja-ho, sagt Rolli. Ja, ich komme gleich. Gleich. Ein Messer schleifen? Dann stoße die Spitze in die Mitte des Furunkels. Nimm eine dünne Röhre. Hörst du mich? Hörst du, was ich sage, Liebling? Du hast ein Furunkel an deinem Bein. Harry, ich werde es aufmachen. Es ist etwas Fremdes hier. Ja, Harry. Er tut. Glaubst du, er käme in deine Nähe, ohne dass ich es fühle? Ich glaube nicht, was Sie erzählen über Sense und Ruder. Jetzt ist es wie ein Rauschen. Kein Rauschen von Wasser, sondern von Wind. Und das Sonderbare ist, dass die Hyäne ihre Beute gar nicht erwischt hat. Gott helfe uns.
schon gut. Geht weg. Geht nur, es war nichts. Geht nur. Geht. Dr. Walti. Dr. Walti. Guten Tag, Mem Sahnin. Guten Tag, Nini. Ich verstehe dich doch nicht. Geh fort. Mr. Johnson. Meinst du ihn? Nein, Liebling, schau auf den Baum. Auf den Baum. Ich träume wohl noch. Sie sind fort.